Refugee Flash. Der Newsflash über Flüchtlinge und Flüchtlingspolitik in Europa und der Welt. Mit Vorortberichten des European Council on Refugees and Exiles, ECRE, Reporterinterviews, Expertinnenmeinungen und dir. Ja, dir. Zeig Solidarität, übe Kritik oder erzähle uns von einer Flüchtlingsinitiative. Schick dein Mail an dgpredaktion@gmail.com und wir präsentieren deine Meinung in der Sendung. Griechenland fällt mit Berichten über illegales Vorgehen gegen Migrantinnen auf. Laut einer New York Times Recherche haben griechische Behörden seit März dieses Jahres 1072 Asylsuchende unter menschenrechtswidrigen Umständen an den Rand der griechischen Hoheitsgewässer geschifft und sie auf hoher See in Ruder- und motorlosen Rettungsbooten ihrem Schicksal überlassen. Professor François Crépeau, Experte für internationales Recht und ehemaliger Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen für die Menschenrechte von Migranten, spricht von einer menschenrechtlichen und humanitären Katastrophe. Überwachungsgruppen und Forscher wollen bereits seit längerem bei den griechischen Behörden ein Verhalten beobachten, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen und mit eigenen Kräften die Seemigration zu blockieren. Ursächlich verantwortlich für diesen neuen harten Kurs gegen Migrantinnen, oft Kriegsflüchtige aus Syrien, sei die neue konservative Regierung unter Premierminister Kyriakos Mitsotakis. Berichtet wird von Fällen, wo griechische Beamte die Motoren der Boote, mit denen die Migrantinnen ankamen, deaktivierten und sie anschließend treiben ließen. Bei anderen Gelegenheiten wurden Migrantinnen auf Siblak, eine unbewohnte Insel im türkischen Gewässer, zurückgelassen. In vielen Fällen deckten sich die gesammelten Beweismaterialien mit betroffenen Flüchtlingen mit den Aufzeichnungen der türkischen Küstenwache. Gegenüber der New York Times bestreitet die griechische Regierung jegliche Illegalität. Die Europäische Union hat keine Befugnis, die dokumentierten Vorfälle auf den griechischen Inseln zu untersuchen. Die EU-Kommissarin für Inneres, Ylva Johansson, äußerte jedoch ihre Besorgnis wegen den Anschuldigungen. Grenzkontrolle müsse Hand in Hand mit der Achtung der Grundrechte gehen, so die EU-Kommissarin. Das österreichische Online-Magazin Zack Zack stellte letzte Woche eine Anfrage zu den Vorfällen an die österreichische Bundesregierung. Während die Grünen, ÖVP und die FPÖ keinerlei Kommentar abgaben, will die SPÖ, dass die österreichische Regierung im Rahmen des Europäischen Rats eine unmissverständliche Haltung zu den Vorwürfen einnimmt. NEOS-Abgeordnete Steffi Crisper verurteilt die fehlende Bereitschaft der österreichischen Regierung, den Flüchtlingen in Griechenland zu helfen, aufs Schärfste und spricht diesbezüglich von einer Schande. Sven Giegold, Sprecher der deutschen Grünen im Europaparlament und Mitglied des Präsidium der Deutschen Evangelischen Kirchentags, gab der deutschen Wochenzeitung Die Zeit ein ausführliches Interview zur Sea-Watch vor, dem Rettungsschiff, das maßgeblich durch den Einsatz der Evangelischen Kirche in Deutschland realisiert wurde. Der Verein Sea-Watch wird die Sea-Watch 4 für die Koalition United for Rescue betreiben. Das Bündnis United for Rescue wird unter anderem von der Arbeiterwohlfahrt, den diakonischen Werken, einzelnen Kirchengemeinden, Firmen und berühmten Persönlichkeiten unterstützt. Auch der katholische Kardinal Marx hatte aus Mitteln seines Bistums 50.000 Euro für das Bündnis zur Verfügung gestellt. Weiters wurden private Spenden eingesammelt, wodurch das Schiff nicht ausschließlich aus Kirchensteuern finanziert werden musste. Neben überwältigender Unterstützung gab es auch eine laute Minderheit, die das Projekt ablehnte. Der grüne Europaabgeordnete Giegold zeigt sich überzeugt, dass das Schiff als schwimmendes Mahnmal zu einer vernünftigen und gerechteren Politik beitragen wird. Weil sich die italienische Regierung nicht nur, wie im Fall des Sea-Watch 3 der Kapitänin Carola Rackete, mit Nichtregierungsorganisationen anlegt, sondern mit der evangelischen Kirche. Diese Diskussion werde eine ganz andere Qualität haben, so Giegold. Giegold meint, dass die Kirche ihre Position in Aktionen verdichten muss und Dinge tun muss, die symbolisch stark sind, statt einer linksprotestantischen Tendenz der Selbstgeißelung anzuhängen, gegen die er anpredigt.
Vom Kirchentag in Dortmund 2019 bis Mitte August hat es nur ein Jahr gebraucht, bis die Sea-Watch 4 mit einer 29-köpfigen Besatzung aus dem spanischen Hafen Burjana ausläuft. Sven Giegold spricht diesbezüglich von Überschallgeschwindigkeit für kirchliche Verhältnisse. The New Humanitarian berichtet, dass ein Umsiedlungsplan der äthiopischen Regierung für rund 27.000 eritreische Flüchtlinge wegen der Covid-19-Gefahr vorerst ausgesetzt wird. Die äthiopische Regierung hat im April angekündigt, das in der nördlichen Tigray Region gelegene Flüchtlingslager Hitzats zu schließen und seine Bewohnerinnen in zwei in derselben Region gelegene Lager in Adi Harush und Mayani umsiedeln zu wollen. Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen, UNHCR, warnte, dass sowohl Adi Harush als auch Mayani bereits überfüllt seien und sagte, dass die Umsiedlung der Hitzats-Bewohnerinnen die Flüchtlinge der Gefahr einer Covid-19-Ansteckung aussetzen könnte und einen Ausbruch in den Lagern riskierte. Im Juni war ein 16-jähriges eritreisches Mädchen in Adi Harush als erster Flüchtling des Landes positiv auf das Coronavirus getestet worden. Mehrere andere Lagerbewohner wurden inzwischen mit Covid-19 diagnostiziert, so ein Mitarbeiter einer Hilfsorganisation in Adi Harush, der anonym bleiben will. Das äthiopische Gesundheitsministerium bestätigte diese Covid-19-Infektionen auf Anfrage des New Humanitarian jedoch nicht. Nach Angaben von Entwicklungshelfern sind alle vier eritreischen Flüchtlingslager in Äthiopien, in denen insgesamt etwa 100.000 Menschen untergebracht sind, stark überfüllt, die Nahrungsmittel sind knapp und der Zugang zu Wasser ist schlecht. Äthiopien verzeichnet rund 30.000 Covid-19-Fälle mit über 500 Todesfällen. The New Humanitarian wurde im Zuge des Ruanda-Genozids 1995 von den Vereinten Nationen gegründet und berichtet seither als unabhängige NGO aus Krisenregionen. In einem Aufruf bittet The New Humanitarian nun um finanzielle Unterstützung. Informationen findet man unter www.thenewhumanitarian.org. Nach dem bisher größten Schiffsunglück in diesem Jahr vor der libyschen Küste, bei dem 45 Flüchtlinge und Migrantinnen ums Leben kamen und 37 weitere aus dem Senegal, Mali, Tschad und Ghana von Fischern gerettet und später festgenommen wurden, rufen UNHCR und IOM, die Flüchtlingsbehörde der UN und die Internationale Organisation für Migration zum Handeln auf. Grund für den Aufschrei der beiden Organisationen sind die jüngsten Verzögerungen bei Rettungen und Ausschiffungen im Mittelmeer, sowie die zunehmende Verfahrensweise, dass Rettungsaktionen von Schiffen aus Libyen übernommen werden, die Flüchtlinge in ihr Staatsgebiet zurückbringen. Dies begünstigt unmittelbar die Machenschaften von Schmugglerinnen, Menschenhändlerinnen und Kriminellen, so UNHCR und IOM. Sie fordern daher eine Überprüfung der Vorgehensweise der involvierten Staaten und ein engagiertes EU-geführtes Such- und Rettungsprogramm. Mehr als 17.000 Menschen sind dieses Jahr per Schiff aus Libyen und Tunesien nach Italien und Malta gelangt, was einer Verdreifachung gegenüber 2019 entspricht. Die Zahl sei jedoch im Vergleich zu den Jahren vor 2019 drastisch zurückgegangen, informieren die beiden Organisationen. Das österreichische Innenministerium gibt an, ein dreistufiges Sicherheitsnetz zur Abwehr von rund 120.000 Migrantinnen an der EU-Außengrenze in Kraft gesetzt zu haben, bei dem polizeiliche Drohnen ein entscheidender Faktor zur Grenzsicherung und Grenzüberwachung sind. Innenminister Nehammer, der das dreistufige Sicherheitsnetz entlang der EU-Außengrenze, den Staaten des Westbalkans und der österreichischen Grenze zieht, nennt den Einsatz von Drohnen Teil einer modernen Polizei im 21. Jahrhundert. Vor dem Start des Drohnentestbetriebs Ende August 2020 bis Ende 2020 an den Grenzen zu Ungarn und Slowenien hielt die Landespolizeidirektion Burgenland gemeinsam mit dem Einsatzkommando Cobra in Nickelsdorf im Burgenland eine Drohnenübung ab, bei der typische Szenarien
bei denen der Einsatz von polizeilichen Drohnen unter realen, grenznahen Überwachungsbedingungen getestet wurde. Derzeit sind 40 Drohnen und 90 ausgebildete Operatoren im Einsatz. Das Innenministerium veröffentlichte dieses Mal in einer Pressemeldung auch die Modelle der eingesetzten Unmanned Aerial Vehicles, UAV kurz Drohnen genannt, was medial bereits kritisiert worden war. Der Innenminister kündigt außerdem eine entscheidende Aufstockung von zusätzlich 1300 Polizistinnen und Soldatinnen zur Grenzsicherung und Grenzüberwachung an. Refugee Flash. Der Newsflash über Flüchtlinge und Flüchtlingspolitik in Europa und der Welt. Mit Vorortberichten des European Council on Refugees and Exiles, ECRE, Reporterinterviews, Expertinnenmeinungen und dir. Ja, dir. Zeig Solidarität, übe Kritik oder erzähle uns von einer Flüchtlingsinitiative. Schick dein Mail an dgpredaktion@gmail.com und wir präsentieren deine Meinung in der Sendung.